Ich grüße euch, Shop-Plauderei. Wir sind in der Pandemie. So, wir haben halt alle unser Phone. Ich habe auch gerade mit meiner Buchhaltung gewitzelt, da wir uns ja nicht mehr sehen, dass wir das dann per Phone machen hier oder so. Ja, so wie früher bei Instagram. Keine Ahnung, was jetzt da passiert. Also ja, ne? Genau, passt sogar. Ne? Ja, man kann so Stories machen. Ich habe ja auch hier, die zeigt dann immer den Hund. Ja, unterhalten wir uns über den Hund. Das ist Melanie. So, ich wünsche denen jetzt viel Spaß, wie immer. Melanie war bei RTL. Ja, Melanie war bei RTL, hat auch, wenn ihr mal auch die Couch seht, die Beine oder so oder die Füße, das war von ihr. Sie ist nämlich Model und macht auch Werbung für Gesund. Auch nicht schlecht. Wir können selber Partys machen. Also wir können ja an sich alles machen. Halt nur differenzierter. Das heißt also, wir sind nicht mehr so verbunden wie früher. Ja, wie gesagt, Homeschooling, ich hatte gerade wieder einen Jungen, habe seine Sachen wieder ausgedruckt und ich finde es stark. Er sagt auch, jetzt können uns die Lehrer unheimlich viel aufbrummen. Einer habe ich natürlich gerade gratuliert, sie hat ihre Prüfung geschafft, was mich natürlich sehr stolz gemacht hat, dass sie das geschafft hat. Somit kann sie ihren Lebensweg jetzt generieren und hat also auch schon mit dem Arbeitgeber gesprochen, der ihr einen Festantrag geben möchte. Sie kann also dann plötzlich gutes Geld verdienen. Und wenn man den Preis hört, der an sich Standard ist, kann ein junger Mensch mit diesem Geld, wenn er eine günstige Wohnung findet, an sich anfangen. So, Menschen mit einem Festgehalt und jung an Jahren kriegen natürlich auch bei den Banken Kredite und so. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Also ein junger Mensch bekommt natürlich viel Unterstützung vom Staat, wenn der junge Mensch mit dem Geld umgehen kann und die Zinsen und Zinseszinsen dann auch bezahlen kann, wenn er Überziehungskredite bekommt und auch Überziehungsdarlehen. Das heißt also, dass er schon mal eine Rechnung im Überzug bezahlt und dann auch wirklich tatsächlich den Preis bereinigt, ist das wunderbar. So, wir natürlich nicht. So, und Menschen über 60, 70, 80 schon mal gar nicht. So, die müssen natürlich mit dem leben, was sie haben. So, und wenn sie das Leben dann irgendwie hinbekommen haben, dass sie nicht mehr so viel brauchen, dann ist alles in Ordnung. Also, ich meine, wer sich gut bekleidet hat, also wer guten Stoff eingekauft hat, ist ja nicht gezwungen, ständig neuen zu kaufen. Und ein älterer Mensch muss nicht ständig das Neueste haben und muss auch nicht so modisch rumrennen, wenn er jetzt nicht zu denen gehört, die viel Geld haben. Also die viel Geld haben, so wie die Geissens, ist klar, da hast du ab einem gewissen Alter natürlich deinen modischen Geschmack und den kannst du dir dann auch leisten. Ne? Swimmingpool und Autos, Jetten und was weiß ich nicht alles. So, jetzt haben wir ja immer noch Corona, das sind die sogenannten Corona-Clips, mal sehen, wie lange die so weitergehen. Diese Shop-Plaudereien sollen euch halt nur zeigen, was hier wirklich tatsächlich abgeht. Ja, nicht nur Kopien, Aufzeichnungen, Überspielungen, bildtechnisch, nein, auch wirtschaftlich, auch sozial. Wir kommunizieren, wir tauschen uns aus, wir unterhalten uns, bringen einiges auf den Weg. Und vorhin haben wir, wie gesagt, gewitzelt. Wir wollen jetzt Fernseher in die Ecke stellen, eine Kamera und dann Home Consulting betreiben. Hey, wie geht es dir? Ja, Emma, ich arbeite gerade hier. Ich habe nämlich einige, die Computer sammeln. Deswegen freut sich ja mein Kollege. Hier habe ich so einen Computerclub. Die unterhalten sich dann über Computer. Also die sammeln alte Sachen, überwiegend Commodore. Die anderen Atari und dann unter. Ich habe auch gerade hier noch mit einem gesprochen über PlayStation. Ich habe auch noch eins, die erste PlayStation,
die damals auf den Markt gekommen. Da habe ich ja für Sony gearbeitet, dann mit Dangle, dann verändert, damit auch andere Spiele da gespielt werden konnten und all solche Sachen. Also ich hätte ja immer welche um mich herum, die halt technisch so visiert sind, dass sie einem da wirklich tatsächlich alles umbauen konnten. Also meine schönste Zeit am Computer war, wie wir wirklich tatsächlich mit einem Akustikkoppler online gehen mussten. Erstmal die Wählscheibe, dann den Akustikkoppler, dann den Hörer da rein und dann dieses Rumgekreisch. Also es war schon eine sehr, sehr lustige Zeit. Und dann die Tokensprache, dann hat man zum Beispiel Shift und ein L genommen, da wusste der Rechner, also der Commodore wusste, dass er loaden sollte. Dann hat Rob Hobart aus England ein wunderbares Programm geschrieben. Alles, was du am Computer gemacht hast, wurde aufgezeichnet. Das konntest du dann auf einer Diskette aufnehmen, 5¼ Zoll. Und die konntest du dann verschicken. Und wenn einer dann in seiner Datasette oder in seinem Laufwerk das eingeschoben hat, je nachdem wurde es aufgezeichnet, ja, dann wurdest du dann halt so begrüßt. So wie du da alles gemacht hast an deinem Rechner, so bekam der andere das dann übermittelt. War auch eine lustige Zeit und dann kam natürlich der Amiga. So, mit der Amiga kam auch die Grafikkarte dazu, also eine Overlay-Karte. Und durch diese Overlay-Karte konnte man das, bedingt, da die ja noch TV-mäßig waren, über eine TV-Schleife in einen Videorekorder. Und dieser Videorekorder hat das dann. Und wenn man zwei Videorekorder hatte, konnte man dann es zusammenschneiden. So, es war also, wie gesagt, eine lustige technische Zeit, in dem wir da, wie gesagt, und dann waren wir auch natürlich stundenlang nicht erreichbar, weil dieser Akustikkoppler da war halt. Und dann kam ja dann irgendwann mal ISDN, ja, und dann wurde das dann darüber angeschlossen, dann konnte man telefonieren, Computer und natürlich Kabelfernsehen, ist klar, dann konnte man auch RTL und Co. sehen. Wo bin ich? Genau im Jahr 1989. Ja, ist klar. Ja, ich meine, wir haben immer alles bezahlt, nur damals in D-Mark, 19,80 Mark für Kabel und solche Sachen und Fernsehen und das alles. So, jetzt sind wir im Euro. Jetzt werden wir überzogen. Ich sehe auch gerade, dass wir ein Rufzeichen haben. Es wird auf Sturmböen. Ne? Immer mehr Deutsche verschieben Zweitimpfung. Arzt sagt, warum das brandgefährlich ist. Also, wir leben mit Corona. Wir leben hier mit einer Sache, wo man sich wirklich fragt, was geht hier ab? Ich muss mit meinem Arzt, wie gesagt, darüber reden. Diese 20% Herzleistung nerven und er will auch nur versuchen, 30%, ja, ist halt so, ja, kann man alles so sehen. Wie Impfverweigerung sanktioniert werden könnte, also man will uns zwingen. Man will uns zwingen, eine Totalimpfung für jeden Menschen. Jeder Mensch soll seiner freiheitlichen Meinung beraubt werden und jeder Mensch soll geimpft werden. Punkt, fertig, aus. Langsam aber sicher muss ich auch sagen, es reicht. Die Verarschung im Internet ist gewaltig. Immer mehr Promis glauben daran, dass diese Erde eine Scheibe ist. Es reicht. Scheibenwelt. Dieser Film war genial, hat Spaß gemacht, denn die Erde wird ja durch eine Schildkröte, Scheibenwelt, das ist ein Film und ein Buch, durchs Weltall befördert. Eine riesen Schildkröte hat die Erde als Scheibe oben auf und führt die durch das Weltall. Das ist eine Geschichte, Scheibenwelt. Die Filme waren auch nicht schlecht, die endlich gedreht wurden, es hat Spaß gemacht, die zu sehen, aber Leute, ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber macht doch, was ihr wollt, ja. So, und jetzt behauptet seit dem 4.5., heute ist der 5.5., dass Disney ein wirklich, tatsächlich echtes Lichtschwert hätte und das hätten die dann auch vorgeführt. Also, Walt Disney
hat ein echtes, tatsächliches Lichtschwert und das hätten sie vorgeführt. Meine lieben Freunde, ich weiß zwar nicht, ich finde es immer super, immer einen Tag später kommen die mit irgendeinem Quatsch. Ja, ich stimme natürlich zu, ist klar. Ja. Ich bin immer hochgradig erfreut, wenn der vierte vorbei und am fünften wird dann bei der CSU Werbung gemacht mit einem, man soll da Mitglied werden und dann wird nochmal auf diesen Force Day verwiesen und dann werden da Sachen gezeigt, ne? Dann wird Star Wars Disney gezeigt und Slit, was ist? Irgendein Slit ist tot, keine Ahnung, also irgendein Baustein für einen Computer. Sly auf HMX3, die große Enttäuschung. Also SLI auf der HMX3, die große Enttäuschung, was immer das auch sein mag. So, The Bad Batch ist ja gestern gelaufen, am 4. Und mir hat Bad Batch gefallen. Ist zwar ein Zeichentrick, aber ist gut gemacht. Es geht natürlich wieder um die Order 66, die auch ausgeführt wurde. Eine Jedi-Ritterin wurde auch sofort niedergemetzelt. Ein kleiner Jedi konnte abhauen. War schätzungsweise auch ein berühmter, aber er ist jedenfalls abgehauen. Der andere Jedi, der wurde geschützt. Ja, dann schauen wir mal. So, Bad, ich sag jetzt mal The Bad Boys bei Star Wars. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Star Wars. Mir gefällt Star Wars weiterhin, merkt ihr ja. In jedem Clip haue ich irgendwas von Star Wars rein, das merke ich gerade. Ja, das ist halt. The Shop Plaudereien. Ihr seht, was hier an sich, sonst würde ich das ja nicht von mir geben, abgeht. Also wir leben hier im absoluten Corona-Wahn. Ja? Einige haben schon Wahnvorstellungen durch Corona. Einige kommen hier wirklich tatsächlich total vermummt rein. Ja? Total vermummt und haben Plastikhandschuhe an und all solche Sachen und sehen nichts. Sie sehen nichts. Ja, weil ist klar, die Luftzirkulation von draußen nach drinnen ist klar. Und wenn man die Tücher bis hier oben trägt, ja, und dann noch Handschuhe anhat, dann egal. So, also es ist schon hochgradig interessant. Also wie gesagt, wir können noch mal gucken, was bei Instagram los ist. Die meisten Männer haben noch nicht begriffen, dass Homosexualität, Männlichkeit ein Teil von Männlichkeit ist. Wenn das so ist, ist das so. Ja, Frau Lukewick, die kleidet sich natürlich wieder an für ihre Sendung TAF, ist ja klar. Das ist schon alles mütterlich. Ja, ist klar. Die moderiert ja mittlerweile auch. Ne? Also, dann haben wir ihn hier noch, den hätte ich beinahe ganz vergessen, Quer natürlich, Onkel Quer. Die Sendung gibt es aber nur in Bayern. Jetzt kommt wieder... Nee? Doch. Okay. Hi, Grüße. Ja, sicher darf der rein. Alles darf hier rein.